Tempel hier angekommen, sind die 2 Stunden gefahren und kurz nochmal angehalten bei dem Video davor, habt ihr es gesehen, nochmal so am Aussichtspunkt und ja, jetzt geht's in den Tempel rein, unser Fahrer hat uns jetzt hier abgesetzt, vorher noch ein paar Polizisten bestochen, damit wir hier ohne weiteres hochkommen, weil sonst kommen hier wohl nur Gruppentouren hoch und du brauchst eine Lizenz und bla 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 bla, also tipp und dann läuft das und ja, jetzt kriegen wir wohl einen Local Guide, weil unser Fahrer darf nicht mit rein. Und dann gucken wir uns mal den Tempel an. Es ist wie gestern extrem bewölkt, das ist richtig kacke. Und soll auch die nächsten Tage extrem bewölkt bleiben, das ist ein bisschen mies, aber naja. Im Hintergrund sollte man jetzt eigentlich das Meer sehen, aber da der Tempel recht hoch liegt und die Wolken zu dicht sind, sieht man das Meer nicht. Durch den Tempel durch. Der Tempel ist richtig schön, leider bei dem Wetter richtig
mies zu fotografieren oder zu filmen, weil alles irgendwie grau in grau aussieht und ist ein bisschen schade, weil der Tempel echt mega schön ist, riesig groß. Ist halt der größte Tempel in auf Bali. Und alle kommen hierher. Wir haben uns gerade noch ein paar Bilder angeguckt von den Zeremonien hier. Das ist so wie ein bisschen vergleichbar mit Mekka. Da kommen zigtausend Leute hier hin. Und da wird gebetet. Und an sich richtig schön. Nicht zu vergleichen mit denen in. Jetzt werde ich hier noch fast drauf fahren. Nicht zu vergleichen mit denen in Thailand. Die sind halt alle riesig groß und mit Gold und prunkvoll. Und hier auch mit Gold, aber ein ganz bisschen. Immer nur die Schreine an sich. Aber die Tempel an. Die Anlagen als solche sind alle aus Vulkangestein, eher grau, und deswegen sieht das mit den Wolken natürlich noch döver aus, aber bis jetzt der schönste, oder? Ja. Bis jetzt der schönste, würde ich auch sagen. Hier, auf jeden Fall hier. So, und ganz cool ist, dass unser Guide Deutsch spricht. Kommt man sich vor wie zu Hause. Nein, nach fast jetzt, weiß nicht, nach zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen, mal wieder Deutsch zu reden, ist total ungewohnt. Man mixt dann Deutsch mit Englisch. Ist auf jeden Fall komisch, aber cool. Ja, jetzt fahren wir noch weiter, gleich erstmal was essen. Und dann gucken wir mal. Tempel, wir haben jetzt gerade noch was essen und jetzt sind wir eigentlich auf dem Rückweg. Unser Fahrrad hat uns jetzt hier noch so einen Tempel gezeigt. So einen kleinen mitten in der Innenstadt, ist eigentlich mega schön gemacht. Mit Wasser. Hoffentlich kommt das auch auf den Videos rüber, weil wie gesagt ohne Sonne und dann, die Gebäude sind halt relativ aus diesem Vulkangestein, das heißt, sie sind alle dunkel und grau und könnte sein, dass es ein bisschen hässlich aussieht. Ist echt schön. Da hinten ist eine fette Säule, da ist ein Regierungsgebäude. Und ja, von hier aus wird es gleich wieder zurückgehen. Und ja, dann geht es morgen weiter. Später noch was essen und dann werde ich wahrscheinlich die Videos von den letzten zwei Tagen schneiden. Sonst wird das staut sich das wieder auf. Aber ja. Hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt heute, auch wenn das Wetter nicht so schön war. Aber immer noch nicht so schön, ist relativ bewölkt. Guck mal, dass trotzdem gute Aufnahmen entstanden sind. Und die nächsten Tage auf jeden Fall noch werden. Bis später.